Lange dauert die Saison nicht mehr, da kann dieses Spitzenduell Erster gegen Zweiter schon für eine Vorentscheidung sorgen. Das sollten Sie nicht verpassen. Wir zeigen es Ihnen live aus dem Volksparkstadion. Wir bedanken uns auch heute wieder bei allen ehrenamtlichen Mitarbeitern. Vielen Dank. Ich begrüße Sie herzlich im Volksparkstadion, liebe Fußballfans, dem Austragungsort dieser heutigen Begegnung. Mein Name ist Wolf Fuß. Zusammen mit Frank Buschmann darf ich das Spiel für Sie daheim kommentieren. Und wir zeigen Ihnen jetzt eine Begegnung aus der zweiten Bundesliga. Hamburger SV gegen FC St. Pauli. Wichtige Ligapartie für beide Seiten, Wolf. Beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzen kann. Die Nummer 28, Gideon Jung. Die Nummer 21, und so sieht die Startformation des Hamburger SV heute aus. Sie treten heute im 4-3-3 an, Buschi. Kurzer Kommentar von dir dazu. Es ist natürlich eine sehr offensive Ausrichtung. Mit den beiden Flügelstürmern werden sie dann versuchen, das Spiel breit zu machen. Und mit der Nummer 10, Sonny Kittel. Kommen wir zur heutigen Aufstellung der Gäste. Und jetzt geht's los. Der Schiedsrichter pfeift die ersten 45 Minuten an. Auf außen ist jetzt Platz. Starker Zweikampf da auf dem Flügel. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. So langsam wird's gefährlich. Da hat er Platz. Jetzt die Flanke. Und das gibt Eckball. Das Titelrennen ist nach wie vor enorm spannend, Buschi.
Ja, und ich bin gespannt, wie das nach dem heutigen Spieltag aussieht. Heute könnte sich schon einiges entscheiden. Ecke kommt in den 16er. Nee, keine echte Gefahr bei diesem Kopfball. Ich weiß nicht, da muss er schon mehr rausmachen. Das ist doch harmlos. Paccarada. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Duziak. Kittel. Gute Chance für eine Flanke. Ganz stark abgeblockt. Energischer Zweikampf, geht mit Eckball weiter. Kurze Ecke. Pass kommt. Aaron Hunt. Klar, das gibt hier Einwurf. Jetzt könnte er flanken. Aaron Hunt. Defensiv machen sie es gut. Es gibt ein Tor im Parallelspiel. Im Studio gibt es alle Infos jetzt. Wir haben hier das erste Tor. Gute Chance. Das war gut gemacht. Der wäre fast drin gewesen. Jetzt könnte es eng werden. Ja, da holen sie den Einwurf raus mit viel Druck. Fairer Einsatz hier. Kinzombi. Duziak. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Aktion geht weiter. Tor für die Gastgeber. Jetzt geht das Derby richtig los. Das wichtige 1:0. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Zuspiel geht hier ins Aus, es gibt Einwurf. Kittel. Und da verlieren sie den Ball. Super dazwischen gegangen. Jetzt müssen sie aufpassen. Und damit sind sie am Ball. Auf außen ist Platz. Ah, da wäre jetzt Platz. Blockt den Schuss erstmal ab. Und die Balleroberung, wichtig. Leibold. Kittel, Duziak. Super, wie sie das Kurzpassspiel hier aufziehen. Da läuft der Ball perfekt und sie haben es jetzt natürlich auch nicht eilig. Kinzombi. Gefährlich! Aaron Hunt. Weiter der HSV, ja, das könnte gefährlich werden. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Die Saison läuft gut für sie, Buschi, ne? Kann man so sagen, Wolf. Sie spielen oben mit und präsentieren. Oh, da ist er durch. Das muss es sein. Das spielt er gut mit und kommt rechtzeitig raus. Sehr gut gemacht. Gut aufgepasst. Mihajci. Ball im Seiten aus, gibt jetzt natürlich Einwurf. Leibold. Gut gespielt, Ball geht nach außen.
Und da ist der Ball erstmal wieder weg. Jetzt ist Platz für den Konter. Können Sie was draus machen aus dieser Szene? Konterchance sah vielversprechend aus, aber da fehlte so die letzte Entschlossenheit. Ballverlust. Kittel. Ball ist wieder weg. Tolles Zuspiel. Klasse gespielt. Er hält ihn. Unglaublich, das war eine tolle Chance und da muss er schon sein ganzes Können zeigen. Ecke kommt in den 16er. Und nochmal Eckball. Ecke in den Strafraum. Kein Tor bei diesem guten Kopfball. Ja, der Ball geht knapp über die Latte, das hätten Treffer verdient gehabt. Aaron Hunt. Kittel. Der Rodde. Kinzombi. Guter Pass, das könnte Chance werden. Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend, das zeichnet einen klasse Keeper aus. Ein echter Rücken. Hereingabe jetzt. Super rausgeholt, den Kopfball. Knoll. Ja, das ist ein guter Pass. Kann er was draus machen? Das könnte die Gelegenheit geben. Und die Chance ist vorbei. Er wirft sich in den Schuss. Die Ecke kommt. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Könnte was werden. Guter Pass. Ein Tor haben wir in Halbzeit 1 gesehen. Und damit ist hier noch nichts entschieden. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Ganz wichtig war natürlich sein... Und jetzt geht's los. Der Schiedsrichter pfeift die ersten 45... Alle sind bereit, die zweiten 45 Minuten stehen an. Duziak. Kinzombi. Das macht er gut. Ballverlust. Jetzt ist es gefährlich. Und auch hier ist er aufmerksam und gewinnt den Zweikampf. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Gut gemacht, den Ball hat der Torwart sicher. Sieht gefährlich aus. Stark verteidigt. Das wird Abschluss geben jetzt. Die Fans wollten da den Elfmeterpfiff, das hört man deutlich. Einwurf. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Der Pass in den freien Raum, gut gemacht. Die Flanke wird vom Verteidiger geblockt. Jetzt kommt hier der Wechsel. Da kommt die Ecke. Der Angriff erstmal wieder vorbei. Drüber Buschi, kein Tor, aber das wäre ein sehenswerter Treffer gewesen. Vielleicht hat er sogar ein bisschen zu viel Kraft reingelegt in diesen Schuss. Jetzt ist der Platz da. Ist abseits. Da hat das Timing nicht gestimmt. Ui, da haben sie Glück gehabt. Das wäre eine gute Chance gewesen. Aber abseits. Jetzt vielleicht der Vorstoß auf außen. Ja, mit viel Übersicht.
aus dem Angriff könnte der Ausgleich sein. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Gutes Tackling hier. Da ist er vorbei, da muss er energischer hingehen. Schießt er ihn rein. Gut abgeblockt. Da stand der Assistent gut. Abseits. Den Ball spielt er raus. Da haben sie jetzt Platz. Da ist die Flanke. Da ist die Szene vorbei. Geht er rein? Er macht ihn rein. Da war alles offen. Da haben sie ihn geradezu zum Toreschießen eingeladen. Das war natürlich nicht gut, weiß er selbst. Der klassische Torwartfehler. Und daraus resultiert der Treffer. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. FC St. Pauli, die Nummer 24, Boris Tasci. Seine Pässe sind heute erstklassig, auch der hier wieder. Und da ist der Ball wieder weg. Duziak, Hinterseher. Klasse Tackling hier. Jetzt könnte es gefährlich werden. Kinzombi. Ballbesitz verloren. Klasse gemacht. Da holen sie sich den Ball in der Defensive. Leibold. Ball ist wieder weg. Viel mit Auge. Sehr gut hier vom Torhüter. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Das gibt einen Einwurf. Leistner. Kinzombi. Der Ballverlust. Das könnte was werden. Gute Aktion. Da geht er gut in den Zweikampf. Auf außen ist jetzt Platz. Guido Burgstaller. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Viel Platz jetzt. Sonny Kittel mit, den hält er super. Die Ecke kommt. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Ah, klasse geklärt. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Der Wille ist da, kurz vor Schluss drücken sie auf den Siegtreffer. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Spielt den Ball. Oh, wichtiges Tor. Die Gäste gehen in Führung in dieser Schlussphase. Jetzt bekommen wir natürlich nochmal ein ganz anderes Spiel hier in diesem Derby. Wir sehen nochmal die Wiederholung dieses Tores. Erst der Pass nach hinten. Und dann trifft er die Kugel super aus der Halbdistanz mit ganz viel Gefühl. Da ist Effe drin und der Ball dreht sich in den Kasten. Und das war eine ganz, ganz enge Partie heute, die vielleicht hier jetzt den glücklichen Sieger gesehen hat. Hat sie, Buschi? Vielleicht. Führungstreffer kurz vor Schluss. Ob sie das halten können? Im Parallelspiel hat es ein Tor gegeben. Wir gehen mal eben rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Hannover. Der neue Spielstand lautet damit also 2:2. Hinschauen.
Auch da zeigen sie wieder ihre Klasse. Unfassbar, was die da offensiv veranstalten, auch heute wieder. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Duziak, Kittel, Leibold. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Was packt der Unparteiische drauf? 2 Minuten. Sie verlieren den Ball. Sie kommen jetzt über außen. Ja, setzt gut den Körper ein. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Kittel. Klasse Flanke. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Damit ist die Partie beendet. Die Gäste gewinnen dieses Derby. Sie holen sich hier also den knappen Derby-Sieg. Das hätte auch anders ausgehen können. Das ist allerdings jetzt gerade völlig egal. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Super Leistung. Hat sein Tor gemacht. Das Team hat den Sieg eingefahren. Da kann man sich schon mal freuen. Ecke kommt in den 16er. Nee. Keine echte Gefahr bei diesem Kopfball. Ich weiß nicht. Da muss er schon mehr rausmachen. Das ist doch... Vielen Dank, dass Sie kurz rübergekommen sind, um uns ein paar Fragen zu beantworten. Danke, dass Sie bei uns.
Es ist klar, dass wir uns vor allem auf ihn konzentrieren. Denn er wird die Karriere beenden und steht in der Startelf. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Hallo und willkommen, liebe Fußballfreunde. Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Partie. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde Sie zusammen mit Frank Buschmann durch dieses Spiel begleiten. Und wir freuen uns auf eine Partie in der zweiten Bundesliga. FC St. Pauli gegen VfL Bochum. Wichtige Ligapartie für beide Seiten, Wolf. Beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzen kann. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Sie haben Platz. Ja, guter Pass. Hereingabe geht darüber an den langen Pfosten. Elfmeter. Und wenn Sie Pech haben, liegen Sie gleich zurück. Ja, und das war auch nicht gut gemacht. Klares Foul, da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Keine Frage, das ist ein Elfmeter. Sie verwandeln diesen Elfer. So, da kommt der Elfmeter nochmal. Ist natürlich souverän verwandelt. Den Keeper ausgeguckt. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Zoller. Unaufhaltsam. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Aber Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Da wäre jetzt Platz. Da ist die Chance. Ah, das war natürlich eine klasse Aktion. Ja, da hat man wieder gesehen, er behält einfach die Ruhe. Was für ein Torhüter. Also bei dem Spielstand kannst du so einen recht gut gebrauchen. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Das ist noch gefährlich. Eisfeld. Es gab vor dem Spiel einige Diskussionen um ihn. Denn er hört ja auf, Buschi. So schade das auch ist, er hat sich entschieden. Ja, da ist der Manager nicht zu beneiden, wenn er adäquaten Ersatz finden will. Gefährliche Szene. Macht er ihn! Ja, er macht ihn! Wir sehen nochmal die Wiederholung des Treffers und wir sehen's. Kurzes Eck, Torwart-Ecke. Also da wird der Keeper sich zwei, drei Fragen gefallen lassen müssen. Spielstand 2:0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Einwurf. Schöner Pass jetzt. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Ganz klar, was sie wollen, Leute. Es geht nur um den Titel, sonst nichts. Und die müssen, das ist doch völlig klar, komplett heiß sein. Da kannst du von ausgehen, Wolf. Paccarada. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Guido Burgstaller. Den Ball holt er, gut verteidigt. Und da ist der Ball wieder weg. In den freien Raum. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Und die Chance, aber nein, er gibt Abseits. Ja, das wäre eine gute Gelegenheit gewesen, aber Abseits dürfte hier die richtige Entscheidung gewesen sein. Die Saison läuft gut für Sie, Muschi, ne? Kann man so sagen, Wolf. Sie spielen oben mit und präsentieren sich in einer sehr guten Form. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Guter Ball nach draußen. Guter Vorstoß jetzt. Abwehr hat aufgepasst. Tuna Heinrichs, ich wiederhole. Blum. Eisfeld. Bei Yejun. Ball ist wieder weg.
Er bleibt weiter am Ball, will er es alleine machen. Guter Pass. Oh ja, da hat nicht viel gefehlt. Der Keeper ist da einen Tick schneller, das war richtig gefährlich. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Gamboa. Guter Pass jetzt. Sieht vielversprechend aus. Energisch den Ball geklärt. Es gibt Einwurf. Naja, das ist zu unpräzise. Gegner holt sich diesen Einwurf. Ball kommt. Ah, da sehen wir es wieder. Kraft ist nicht immer die beste Wahl. Hast du recht, da wäre mehr drin gewesen. Im Volksparkstadion gibt es ein Tor. Wir geben kurz rüber ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für Regensburg. Neuer Spielstand damit 1:0. 34 Minuten sind gespielt. Vielen Dank. Die Chance jetzt. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Ball ist jetzt wieder weg. Tja, ich glaube, das könnte gelb geben. Und für dieses Foulspiel wird er verwarnt. Okay, die gelbe kann man geben. Lucia. Klasse Aktion, Ball ist weg. Und jetzt haben sie den Ball. Schönes, hohes Zuspiel jetzt. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Guter Pass. Super Volley, aber kein Tor. Das war technisch herausragend gemacht. Das stimmt eigentlich alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Jetzt könnte es eng werden. Paccarada. Sie verlieren den Ball. Das könnte gefährlich werden. Oh, toller Pass. Gute Aktion. Oh, war das knapp. Ja, bei so einem Ding musst du natürlich auch ein bisschen Glück haben. Hat leider gefehlt. Sie geben den Ball ab. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Ball kommt an den langen Pfosten. Pause. Sie wollen heute Meister werden, aber im Moment sieht es nicht gut aus. Noch bleiben 45 Minuten Zeit, aber ich bin bei dir. Das ist alles andere. Der Anschluss ist erfolgt. Die zweite Hälfte läuft. Zoller. Viel zu hart. Was macht der Schiri? Gibt das Rot. Das ist natürlich bitter für sie. Platzverweis hier. Und jetzt fehlt er natürlich vorne drin. Das schwächt das Team. Kann klären. Jetzt können sie vielleicht kontern. Aktion läuft weiter, nach wie vor gefährlich. Gute Aktion. Benatelli. Ein tolles Tor. Absolut, Wolf, das war überragend, wie sie da ihr Tempo ausspielen, wie sie umschalten, wie sie die Lücke erkennen und dann auch nutzen. Klasse. Boah, was für ein Ding. Schauen Sie sich das an. Druckvoll, ohne Ende. Perfekt getroffen. Der Keeper ohne jede Möglichkeit. Klasse. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. 2:1. Hier ist noch alles drin. Lucia. Schipsa, Zoller. Ballbesitz verloren.
Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Ja, da ist er zur Stelle, Ballgewinn. Der Ball kommt hoch rein. Zoller. Sie lassen den Ball gut laufen, schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Schön abgeblockt. Stark gemacht, das könnte was werden. Die Chance lebt noch. Nicht drin. Nee, da haben sie einfach kein Glück. Riesenchance, aber da müssen sie vielleicht auch mehr rausmachen. Vom Feld gegangen, die Nummer 9, Simon Zoller. Neu im Spiel, die Nummer 35, Sever Gandula. Vassilios Lambropoulos. Lucia. Chipsa. Das ist schon abgezockt, wie sie das machen mit dieser Führung im Rücken. Sie spielen sich den Ball hin und her und immer wieder diese kurzen, schnellen Pässe. Da ist die Chance. Da war mehr drin, denke ich, aber geklärt. Spielerwechsel beim VfL Bochum. Nicht mehr im Spiel. Der Ball kommt rein. Thomas Eisner. Die Nummer 7. Sebastian May. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Gamboa. Lucia. Gefährlich! Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Und das ist ein Ball für einen Torhüter. Gar kein Problem. Benatelli. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Ja, könnte was werden. Da war die Chance für den Konter da, aber so wird das nichts. Der Ball ist wieder weg. Super dazwischen gegangen. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Macht er gut. Sie haben Platz. Da ist die Flanke. Erstmal geklärt. Im Parallelspiel hat es ein Tor gegeben. Wir gehen mal eben rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für den SV Darmstadt 98. Der neue Spielstand heißt nun 2:0. Gespielt sind hier 72 Minuten. Interessante Info. Dankeschön dafür. Mihaichi. Die Chance auf den Konter. Ganz alleine. Ist es das? Das Wort aufgeben kennen Sie nicht. Ausgleich. Da sind Sie wieder mittendrin in diesem Spiel. Und das zu 10. Was für eine Leistung. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Und Sie sind wieder im Spiel nach diesem Ausgleich zum 2:2. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Kein Pfiff, Vorteil. Vielleicht können Sie das jetzt ausnutzen. Und da gibt er Freistoß. Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Dekali. Vassilios Lambropoulos. Wieder so ein klasse Pass. Gibt's hier vielleicht doch noch die Chance auf den Siegtreffer? Flanke bleibt hängen. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. So, wir gehen kurz ab ins Studio. Es gab nämlich einen Treffer im Parallelspiel. Ja, wir haben hier das erste Tor für Hannover. Der neue Spielstand lautet damit also 2:1. Gespielt sind 81 Minuten. Vielen Dank für das Update. Da ist die Balleroberung.
Das Spiel geht in die letzten Minuten und beide Teams haben noch Chancen. Den Ball hat er, ganz souverän. Eine sehr gute Möglichkeit, das ist die Chance zum Sieg. Das macht er sehr gut, klasse Tackling. Nur noch 4 Minuten in der regulären Spielzeit. Vielleicht die Konterchance. Gefährlich! Klasse, wie er dahin geht. Schönes Pressing jetzt. Sie haben Platz. Nachspielzeit wird jetzt angezeigt. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Bei Yeyun. Blum. Lucia. Das könnte die letzte Gelegenheit sein. Wenn sie jetzt treffen, gewinnen sie das Spiel. Nicht drin. Nee, da haben sie einfach kein Glück. Riesenchance, aber da müssen sie vielleicht auch mehr rausmachen. Ja, könnte was werden. Da hat er den Pass unterbunden. Ganz wichtige Aktion. Da kommt der Schlusspfiff. Am Ende bleibt es also bei diesem Remis. Tja, es ist also ein Remis geworden. Sie holen einen Punkt. Und ich finde das Ergebnis vom Spielverlauf her vollkommen in Ordnung. Da ist die Chance. Vielen Dank, dass Sie schon so kurz nach Spielende bei uns sind. Danke für dieses Gespräch. Thank you.
Sie wollen den Titel, aber wird das heute auch klappen? Die anderen Teams müssen natürlich so ein wenig mithelfen. Bleiben Sie dran, gleich geht's los. Wir haben schönes Fußballwetter, liebe Zuschauer, und damit also herzlich willkommen zu dieser heutigen Partie. Am Mikrofon begrüßen Sie ganz herzlich Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und vielleicht können die Gäste heute tatsächlich Meister werden. Das verspricht eine richtig interessante Partie zu werden. Buschi? Die Gäste wollen heute die Meisterschaft einfahren. Das ist natürlich das große Ziel. Es ist machbar. Und wenn sie so auftreten wie bisher, dann kann das natürlich auch klappen. Es wäre der verdiente Lohn für eine bärenstarke Saison. Der Karlsruher SC heute mit dieser Aufstellung. Sie greifen zum konventionellen 4-3-3 mit Flügelspielern. Ja, Wolf, spannende Geschichte. Viel Betrieb im Sturm über Außen, du hast es angesprochen. Drei echte Stürmer sieht man auch nicht mehr ganz so oft. Abwarten. So sieht heute die Aufstellung der Gäste aus. Klasse Stimmung, Buschi. Ja, das ist Fußball. Das ist eine Atmosphäre, die findest du sonst nirgendwo. Vielen Dank. Wir legen los. Und das Spiel läuft. Fröde. Ja, klasse Pass. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Buchtmann. Kann er was draus machen? Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Und jetzt der Schuss. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Da können Sie erstmal klären. Gute Aktion. Da hätte er mehr draus machen können. Stattdessen gibt es jetzt Torabstoß. Die Gäste müssen es vor allem defensiv besser machen. Zurzeit haben sie die schlechteste Verteidigung. Sie müssen sich dringend verbessern. Das wissen sie natürlich. Wir gehen kurz ins Studio. Es gibt aktuelle Infos zu einem Treffer in der Bentele Arena. Wir haben hier das erste Tor für den SC Paderborn. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind 9 Minuten. Foul, Freistoß und das ist eine gute Gelegenheit. Das könnte die Führung werden hier bei diesem Freistoß. Super Freistoß, aber kein Tor. Ach schade, der wäre fast drin gewesen. Mihajci, jede Menge Platz auf dem Flügel. Jetzt haben sie den Ball. Kommt jetzt die Flanke? Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. In der Bentele Arena hat sich was getan, und zwar ein Tor. Im Studio gibt es die Infos für uns. Ja, wir haben hier das erste Tor für den ersten FC Nürnberg. Der neue Boris Kastschi. Gut gemacht, der Ball ist erstmal raus. Über die Torauslinie, Ecke. Die Ecke kommt rein. Den hält er sicher, gar kein Problem.
harmlos, dieser Kopfball. Sie kommen jetzt über außen. Was macht er draus? Wichtig, dass er sich den Ball holt. Sie versuchen es mit dem hohen Zuspiel. Da ist er alleine durch. Das muss es sein. Per Lupfer, was für ein Tor! Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter und dann macht er das super. Überwindet den Keeper aus nächster Nähe, behält die Nerven per Lupfer. Grund zur Freude auch am Spielfeldrand. Seine Mannschaft macht das hier bislang richtig gut. Das ist die Führung. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Die Nummer 24, Boris Tastschik. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Der Titel ist in Reichweite. Lange ist nicht mehr zu spielen. Ist das eine Spannung hier? Sie laufen diesem knappen Rückstand hier weiter hinterher. Guter Spielaufbau jetzt. Buchtmann. Jetzt haben sie den Ball wieder. Da springt er über die Grätsche und jetzt ist er vorbei. Könnte der Ausgleich werden. Schosse lebt noch. Damit ist die Szene erstmal wieder beendet. Aber die Parade gerade, die würde ich mir schon gerne nochmal ansehen. Die war nämlich sensationell. Der Ball war doch eigentlich schon drin.
Zander. Ball ist wieder weg. Nee, den kriegt der Keeper. Einfacher Ball hier für den Torwart. Im Parallelspiel ist ein Tor gefallen. Wir geben kurz mal ab ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für... Könnte der Ausgleich sein. Super gemacht. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Das war gefährlich. Er ist zur Stelle ein klasse Keeper. Ecke kommt. Ball ist wieder weg nach dieser vielversprechenden Aktion. Gute Idee. Versucht den Doppelpass. Und es geht mit Abstoß weiter. Ball ist jetzt wieder weg. Der Pass in den freien Raum. Gut gemacht. Das könnte vielleicht was werden. Geblockt vom Verteidiger. Schießt er ihn rein. Er hält diesen Ball. Sensationell. Jetzt kommt die Ecke. Wenn so ein Volley reingeht, steht das Stadion Kopf. Aber wenn dann so ein Ding dabei rumkommt, dann ist es eher frustrierend. Wir gehen kurz mal rüber ins Studio. Es gab nämlich ein Tor in einem anderen Spiel. Wir haben hier den zweiten Treffer für den SV Darmstadt 98. Der neue Spielstand lautet damit also 2:1. Gespielt sind 41 Minuten. Interessante Info. Dankeschön dafür. Und da verlieren Sie den Ball. Ja, das sieht gut aus. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Da kann er klären, gut aufgepasst. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Super Pass jetzt. Ein Seitfallzieher, wie man ihn nur ganz, ganz selten sieht. Das war eine fantastische Aktion. Was für ein Tor! Wir sehen hier nochmal die Wiederholung dieser Aktion. Erst das wirklich gelungene, schöne Kurzpassspiel. Und dann zieht er aus der Mitteldistanz wuchtig ab. Da ist der Torhüter absolut machtlos. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Pause in diesem Spiel, Buschi. Und Sie haben sich ja heute... Pause ist vorbei, das Spiel geht weiter. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Hofmann. Schöner Steilpass. Da kommt er nicht richtig hinter den Ball und dann ist er leicht abzuwehren. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Die Gelegenheit für die Flanke. Super, wie sie da Druck machen. Da ist der Ballbesitz. Klasse Pass. Ja, klasse Pass. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Der Kopfball, eigentlich eine gute Chance, aber... Am Ende fast harmlos. Ja, ne? ja. Kein Grund zur Aufregung. Den hat er nicht richtig getroffen. Muss er abhaken. Da kommt der Pass auf außen. Guter Pass. Ja, geht gut dazwischen. So, wir gehen kurz ab ins Studio. Es gab nämlich einen Treffer im Parallelspiel. Wir haben hier das erste Tor für den Hamburger SV. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind 55 Minuten. Danke. Macht er das Tor? Sie liegen vorne.
Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. Da ist nochmal die Szene, die zum Tor geführt hat. Erst der Steilpass. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Guter Pass jetzt. Guter Ball nach draußen. Jetzt ist der Ball doch noch weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Da geht er gut in den Zweikampf. Ich will es noch nicht beschreien, aber wenn sich hier nichts mehr ändert, sind sie Meister. Das sieht alles schon sehr, sehr gut aus bis hierhin. Sie machen das richtig gut, aber jetzt nur nicht selbstzufrieden werden. Auf Außen ist Platz. Flanke jetzt. Keine große Mühe hier bei diesem ungefährlichen Ball. Fröde. Seine Pässe sind heute erstklassig, auch der hier wieder. Jetzt könnte es gefährlich werden. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Wenn es bei diesem Resultat bleibt, Buschi, dann wären sie Meister. Ja, alle fiebern hier mit, alle zittern mit. Das Zittern ist noch nicht beendet. Noch müssen sie das über die Runden bringen. Oh, das könnte was werden. Er trifft den Pfosten. Sie haben den Ball. Durchatmen. Ja, da standen sie mächtig unter Druck. Was für eine Szene. Der Alu-Treffer, da hat nicht viel gefehlt. Und jetzt die Chance. Das hätte sein zweites Tor heute sein können. Aber er macht ihn nicht. Trotzdem, gutes Spiel bisher. Sie geben den Ballbesitz wieder ab. Das könnte gefährlich werden. Spielt den Ball. Da passt er auf und hat den Ball. Jung. Wir gehen kurz ins Studio. Es gibt aktuelle Infos zu einem Treffer in der Benteler Arena. Wir haben hier den zweiten Treffer für den SC Paderborn. Der neue Spielstand lautet damit also 2:1. Gespielt sind 77 Minuten. Vielen Dank für die Info. Gondorf. Hofmann. Vielleicht bekommen sie noch die Chance zum Ausgleich. Jetzt gilt's. Nee, jetzt ist der Ball doch weg. 10 Minuten noch auf der Uhr. Schlussphase jetzt. Makinok. Da ist die Chance. Nicht mehr lange zu spielen. Dieser Eckball könnte die Entscheidung bringen. Jetzt kommt die Ecke. Macht das ganz sicher. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Gute Aktion vom Keeper. Hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt, so wie hier zu sehen. Jetzt der Eckball. Wichtig, ganz wichtig, dass er da dazwischen geht. Ist das spannend. Auch in den letzten Minuten schenken sich beide Mannschaften nichts. Jung. Fröde. Hofmann. Sie bekommen den Abstoß.
Klasse Leistung heute und jetzt darf er sich seinen verdienten Applaus abholen. Sehe ich ähnlich. Er hat sich richtig in die Partie reingehauen und war für mich heute einer der Besten. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Sie haben den Ball. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Nur eine Minute noch Nachspielzeit, dann ist hier Schluss. Schöner Pass. Flanke jetzt. Die Möglichkeit. Aus. Das war's. Es ist vollbracht. Diesen Meistertitel kann Ihnen keiner mehr nehmen. Was für eine Leistung. Und jetzt brechen hier natürlich alle Dämme. Schauen Sie sich diesen Jubel an. Auf dem Rasen, auch auf den Rängen. Sie hätten diesen Titel, ist ja klar, natürlich gern zu Hause gefeiert. Aber eigentlich ist das doch egal. Die Fans feiern das Ding hier, als wäre es die eigene Arena. Hier, wie sie schön stehen. In Reihe und Glied. Es geht sehr, sehr gesittet zu. Ja, also angesichts des Erfolges hier sehr, sehr ruhig. Aber das ist ja auch immer die Geschichte. Ich könnte mich ja immer wegschmeißen. Ja, jetzt ist das ja alles geregelt. Fotografen, Kameraleute, Siegerposen. Genau, nimm den Pott mal in die Hand. Wir wollen noch unser Fötelchen haben. Also das ist halt das Fötelchen. Fötelchen, ja. Fötelchen. Ja, ist so gut. Nee, aber hier auch immer man sagt. Ja. So, und dann nochmal das große Szenario. Das gehört alles mit dazu. Das willst du gar nicht haben als Spieler unbedingt. Du willst einfach nur noch die Sau rauslassen. Ja, also das hier ist noch choreografiert und dann ist nur noch wilde Sau. Ne? Ja. Ja. Diese Fans sind halt doch immer wieder absolut sensationell, Buschi. Ja, ich bin tief beeindruckt. Haben auch heute wieder ein unglaubliches Spektakel veranstaltet. Und da weißt du als Spieler natürlich auch, die haben einen großen Anteil an diesem Erfolg. Ein tolles Bild jetzt hier. Ich glaube, an diese Mannschaft werden wir uns noch lange erinnern. Ja, das ist ein sensationelles Team. Ohne Schwächen, einfach klasse zusammengestellt, auf den Punkt topfit und auch taktisch immer wieder überragend. Und das Spiel läuft. Dass Sie für ein kurzes Statement zu uns gekommen sind. Vielen Dank für diese...